Ich habe nachgeschaut. Das letzte Buch habe ich vor meiner Leseflaute Mitte 2022 beendet. Jetzt haben wir irgendwie so Mitte, Ende 24 und ich bin wieder da. In diesem Video will ich euch ein paar Bücher vorstellen, die ich in letzter Zeit gelesen habe. So hart wie die Leseflaute war und so lang wie sie ging, ist sie jetzt wieder weg und ich bin wieder die Alte. Ja, und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, im Grunde genommen, ihr seht's, ungebügelter Kragen. Mein Magen ist voller Essen. Ich habe gerade Mittag gegessen und ich bin völlig unvorbereitet, aber ich habe einfach Bock, das Video zu drehen. Ich verspreche gar nichts, aber ich peile an, auf jeden Fall wenigstens wieder erstmal Lesemonate zu drehen. In mir kribbelt es, ein wenig habe ich auch Lust, Vlogs zu drehen. Ich war kurz davor, meine Kameras zu verkaufen und irgendwie habe ich einen Rückzieher gemacht, weil ich merke, hey, ich bin noch nicht ganz fertig damit. Und ja, hier sind wir und ich mache das einfach, wie ich das früher mal gemacht habe. Ich stelle euch die Bücher vor, die ich in der Zeit gelesen habe und dabei gehe ich immer von Flop nach Top vor. Ein ganz kurzes Büchlein, was ungefähr auch innerhalb von einem Tag beendet war, ist Einar Karason, Sturmvögel, so sieht das Ganze aus. Das hat mich irgendwie vom Cover angesprochen, deswegen habe ich es bei Thalia mitgenommen. Ich habe vorher noch nie was davon gehört und ich habe das auch mal hochgehalten, jetzt auf Instagram. Dort hat auch niemand irgendwie was davon gehört. Und ich muss sagen, da es ja jetzt als erstes gezeigt wird, war es jetzt auch nicht so überzeugend. Im Grunde genommen ging es nur um die Atmosphäre von Seefahrern, die ein Schiff von Eis befreien. Es ging nur darum und ausschließlich darum. Ich konnte keinen wirklichen Plot erkennen. Irgendwie die Charaktere waren halt auch nur recht oberflächlich, aber die Atmosphäre, die war großartig. Ich meine, immerhin habe ich es zu Ende gelesen. Das ist bei mir immer ein Zeichen dafür, dass es irgendwie irgendwo was hatte und das hatte Atmosphäre, ne? Also es ist im Grunde ein Buch über einen Sturm, wie das für Männer ist auf hoher See. Es wiederholt sich immer so ein bisschen und ja, mehr war es dann eigentlich auch nicht, um ehrlich zu sein. Also es hat mir nicht wirklich viel gegeben. Ich bereue es jetzt nicht, dass ich es gelesen habe. Ja, aber ich meine, kann man machen, muss man aber nicht. Bei den nächsten Büchern bin ich mir gar nicht so sicher, ob das jetzt so die richtige Reihenfolge ist, ne? Also nagelt mich bitte nicht drauf fest. Ich halte mal das nächste hier hoch. Das ist auch auf einem Thalia-Stapel gewesen. Das ist von Chip Cheek. Tage in Cape May. Chip Cheek ist ein 1976 geborener Mann aus. Er lebt in der Nähe von Los Angeles, also ist ein Amerikaner. Das Buch spielt in den 1950er Jahren und es geht um das Paar Henry und Elfie, die haben ganz frisch geheiratet und sind auf Cape May zu den Flitterwochen. Und in dem Roman geht es im Grunde um diesen Kontrast der 50er Jahre. Die waren ja sehr konservativ. Die Gesellschaft hatte für die Menschen sehr viele Regeln auferlegt. Aber auf der anderen Seite gab es da auch eine, ja, ich will mal sagen, vulgäre Art der Menschen, sich auszudrücken. Das war so ein bisschen, zumindest kommt es in dem Buch so rüber, als wäre es ihr Ventil gewesen. Im Endeffekt geht es natürlich um was ganz anderes. Also die Ehe von Henry und Effie wird sehr hart auf die Probe gestellt. Ich bin mit der Message des Buches nicht so ganz zufrieden. Also da werden so ein paar Dinge als okay dargestellt. Also irgendwie, ja, macht ja jeder mal, gehört irgendwie zum Menschen dazu. Was mir aber an der Message nicht gefällt, ist, dass das eben nicht okay ist, weil es immer irgendjemanden gibt, der verletzt wird. Sprachlich war das Buch eher einfach gehalten, also wenig Komplexität, wenig verrückte Wörter oder sowas. Die Geschichte ging aber immer gut voran. Man hatte auch immer so ein bisschen das Gefühl, hä, irgendwas stimmt hier nicht, was passiert hier jetzt? Die Leute haben einen komischen Umgang miteinander. Und tatsächlich ging es auch viel um Sex. Ja, das weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie so sein musste, ne? Immer so die Kamera so draufhalten oder insgesamt einfach draufhalten, ne? Also gibt ein paar Sachen, ich bin erwachsen, ich weiß, was da vor sich geht. Ich muss das nicht alles so bis ins Detail erklärt haben, aber ja, also war halt manchmal so ein bisschen cringe irgendwie. Insgesamt fand ich das Tempo interessant von dem Buch. Ganz am Ende gab es nochmal so eine riesen Zusammenfassung über einen sehr, sehr langen Zeitraum, was ja normalerweise, das war im Grunde ein Stilbruch, aber das hat mir ganz gut gefallen. Also das Buch
meine Intention war, so eine leichte, lockerflockige Sommerlektüre zu lesen. Im Endeffekt habe ich das auch bekommen. Gerade wenn man so ein bisschen auf Retro steht, dann kommt man hier auch auf seine Kosten. Aber ja, die Message von dem Buch, die gefällt mir irgendwie nicht so richtig. Ja, bei dem nächsten Buch tue ich mir tatsächlich auch ein bisschen schwer. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich muss es leider jetzt in die Kamera halten. Iris Wolf und ich, ne? So tun, als ob es regnet. Sie ist ja mit ihrem aktuellen Buch auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Und da ich noch eins hier hatte und mir gerade so auch so ein bisschen die Bücher von der Longlist vorgenommen habe, dachte ich mir, ach komm, liest du erstmal das. Ist ja auch nur ein ganz kurzes Buch, keine 200 Seiten. Ich glaube, das fällt das noch im Bereich Novella. Ich weiß nicht, ich habe es vergessen, ich bin völlig raus, keine Ahnung. Ja, also es sind im Grunde vier Erzählungen von vier verschiedenen Personen, die alle sehr abstrakt sind. Und das ist auch das Problem, was ich mit Iris Wolf immer so ein bisschen habe. Auf der einen Seite lese ich ihre Bücher wirklich mit einer großen Bewunderung, weil sie wirklich Sprache und Artikulation und Ausdruck und das kann sie alles wie aus dem Bilderbuch. Also wirklich ganz, ganz toll. Aber so die Story und die Charaktere, da komme ich irgendwie nicht ran. Es ist irgendwie so, da fehlt mir der Bezug. Ich weiß manchmal nicht, von wem sie jetzt gerade redet oder warum sie mir das erzählt. Und so verbleibe ich dann auch immer so ein bisschen, wenn ich ihre Bücher schließe. Also ich habe, glaube ich, wie viel habe ich von ihr gelesen? Ich glaube mindestens eins, vielleicht auch zwei. Bin mir gerade nicht so sicher. Das Thema, was sie immer bearbeitet, nämlich Flucht und Rumänien, ist eigentlich nicht so meins, aber durch ihre tolle Ausdrucksweise und die Art, wie man ihre Bücher lesen kann, hat mir dieses Thema tatsächlich immer nahegebracht. Aber bei dem Buch muss ich leider auch sagen, dadurch, dass ich vielleicht auch ein sehr gutes Buch vorher gelesen habe, wo die Latte natürlich ziemlich hoch hängt, hatte die Iris das hier nicht besonders leicht. Und deswegen irgendwie konnte ich es nicht richtig greifen. Ne? Also sprachlich exzellent, storytechnisch, was ja irgendwo auch eine Rolle spielen sollte, hat es mich überhaupt nicht gepackt, leider. Das nächste Buch von Hernán Díaz, Treue, das habe ich schon lange, lange bei mir gehabt. Ich habe auch ziemlich viel markiert. Ich war von Hernán Díaz in der Ferne ein großer Fan und deswegen wollte ich mir natürlich Treue auch nicht entgehen lassen. Ich war ein wenig vorgewarnt und ich kann nicht sagen, wie ich es gefunden hätte, wenn ich sozusagen diesen Tipp nicht bekommen hätte. Also das Buch braucht unheimlich lange, um in Fahrt zu kommen. Ich dachte am Anfang, hey, es geht irgendwie um eine Ehe. Und dann wurde das abrupt gecuttet und dann ging es um eine völlig andere Person. Und erst ungefähr bei 75% des Buches versteht man, wie das zusammenhängt. Das ist natürlich ein großes Manko, weil das Interesse des Lesers hier natürlich verloren geht. Ich wusste das, ich war darauf vorbereitet, aber ich weiß nicht, wie es für jemanden ist, der das nicht weiß, ne? Hernán Díaz schreibt toll, über seinen Sprachstil brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Er schreibt im Grunde moderne Klassiker, so vielleicht wie Donnerthat in der Richtung, jetzt vom Sprachstil her. Also man fühlt sich da wirklich irgendwie ja, als was Besonderes, wenn man seine Bücher liest, ne? Aber das Storytelling fand ich halt eher so ein bisschen semi. Es gab Aspekte, die haben mich unheimlich gepackt. Da ging es um psychische Krankheiten, gerade im vorletzten Jahrhundert, großes interessantes Thema. Börse interessiert mich nicht so, das war auch ein Thema. Es ging um Ehe und um Perspektive. Das fand ich wiederum sehr interessant, weil es ja immer zwei Seiten einer Geschichte gibt und in diesem Fall sogar noch mehr, um so mal so ein bisschen Interesse zu wecken. Ich bereue es nicht, dass ich das gelesen habe. Wie gesagt, ich habe auch sehr viel markiert, also da ist auch sehr viel rauszuholen gewesen für mich. Allerdings war ich halt jetzt auch nicht die ganze Zeit so am Ball und habe das mit völliger Inbrunst gelesen, weil es halt einen irgendwie loslässt, so ab der Mitte, weil man sich immer wieder neu orientieren muss, ne? Also bin ich kein Fan von. Wenn Leute damit umgehen können, dann ist das ein wunderbares Buch und kann man auf jeden Fall lesen. Ich habe es nicht bereut, habe mich gefreut, aber in der Ferne ist auf jeden Fall immer noch der größere Favorit als der. Ach, jetzt kommen wir zu einem Buch, was ich von der Helena bekommen habe, und zwar zu meinem Geburtstag 2023. Ist also auch schon ein bisschen her, aber sie hat mir das auf jeden Fall ans Herz gelegt.
dass ich das unbedingt lesen soll. Und ich habe es gelesen, ich habe es auch schnell gelesen. Und das Buch, um was es geht, ist von Richard Wagamese. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Der gefrorene Himmel. Titel ist total toll, passt nämlich ganz wunderbar. Es geht um einen Mann, der die Wurzeln in den indigenen Stämmen hat. Also er ist ein Indianer, um es mal einfach auszudrücken. Und der Beginn des Buches ist so, dass er in einer therapeutischen Gruppe sitzt, wo er sich selbst auch schon längst eingestanden hat, dass er Alkoholiker ist, um irgendwie mit seiner Vergangenheit klarzukommen. Und dann fängt er an zu erzählen, was ihm passiert ist. Das Ganze spielt in Kanada. Er kam dort durch furchtbare Umstände in so eine Art Internat, in ein Erziehungsheim. Ne, mir ist jetzt der genaue Wortlaut entfallen. Und wurde dort erzogen. Und das ist harter Tobak. Also da musste ich wirklich schlucken. Das war extrem. Und lässt mich auch bis jetzt nicht los, muss ich sagen. Dann unser Protagonist. Es ist auch übrigens autobiografisch, also mindestens viele Teile davon sind wahr. Ich denke, dabei geht es eben auch um diese Erziehungsanstalt. Unser Protagonist findet einen Weg im Grunde aus der Hölle durch einen bestimmten Sport. Und für ihn ist es der Himmel. Und da es ums Eiskunstlaufen geht oder um das Hockeyspielen, Eiskunstlaufen ist was anderes, ist es der gefrorene Himmel. Und deswegen finde ich den Titel so toll. Was ich interessant fand, dass es am Anfang doch noch sehr sprachlich ausgeklügelt war. Zum Ende hin wird es aber doch sehr einfach. Also er geht dann tatsächlich in so eine sehr plotorientierte Erzählweise über. Das hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass er das Buch zum Ende hin genauso toll überarbeitet hätte wie den Anfang, weil es einfach vom Ton her sich ein bisschen geändert hat. Der Sprachstil ist tatsächlich gar nicht so, was weiß ich weiß immer nicht, ne, literarisch oder keine Ahnung. Also da fehlte es mir so ein bisschen an Philosophie, an Weisheit, an irgendeinem Resümee, das er zieht. Es gibt viel Innenleben der Figur, das finde ich gut, dass man seine Gedanken auf jeden Fall liest. Da verzichten ja manche Autoren auch drauf und das wirkt dann auf mich immer völlig flach. Aber ja, so ein bisschen, das ist das noch ganz so ein bisschen, ne, das war jetzt ein Cupcake. Da hat mir jetzt noch die Sahne, die Streusel und das Topping gefehlt. Der Cupcake an sich ist aber total solide und lesenswert und lecker zum Reinbeißen. In dem Fall, naja, nicht so genießbar, aber ein gutes Buch, was man auf jeden Fall lesen sollte. Aber vielleicht jetzt doch etwas einfacher, als ich erwartet habe. So, jetzt kommen wir schon zu den letzten beiden Büchern. Und da weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz genau, welches ich hochhalten soll. Das andere, was zum Schluss kommt, was also mein absoluter Favorit war, im August. Hier habe ich eigentlich alle im August gelesen. Das hat den Grund, weil es mich persönlich nochmal sehr, sehr berührt hat. Hier das Buch, was ich jetzt gelesen habe, ist für mich auch absolutes Fünf-Sterne-Buch, wenn man das so möchte. Also lesenswert, lest dieses Buch, das Buch ist toll, lest dieses Buch, ne? Das möchte ich damit sagen. Daniela Krien, Mein drittes Leben. Ich bin natürlich durch meine Buchmusen, also Helena, Diana und auch anderen Leute, mit denen ich darüber geredet habe und die mir ab und zu mal Buchtipps schicken, darauf gekommen. Das ist auch auf der Longlist. Und ich habe mir das tatsächlich blind vorbestellt, ohne irgendwie was anzulesen, weil ich zwei Bücher schon von Daniela Krien gelesen habe, die mich auch absolut überzeugt haben. Der Grund ist einfach ihre Stimme als Autorin. Sie schafft es, wunderbar zu schreiben, ohne eben so schwülstig zu werden. Also sie schafft es, auf diese sterile deutsche Art Gefühle auszudrücken. Und das ist schon eine Kunst an sich, ne? In dem Buch geht es um eine Mutter, die mit einem Verlust klarkommen muss und wieder mal, sage ich jetzt, deswegen heißt es auch Mein drittes Leben, an einer Weggabelung im Leben steht. Sie hat ihre ganz eigene Art und Weise, das zu verarbeiten, wenn sie es überhaupt wenn man von Verarbeitung in dem Sinne überhaupt sprechen kann. Und es ist sehr traurig. Ne? Es zieht einen schon so ein bisschen mit runter. Also sie gräbt da wirklich in den dunkelsten Kammern des Bewusstseins des Protagonisten, der Protagonistin. Man sieht ihr dabei zu, wie die Ehe zerfällt. Was mir an dem Buch auch gefallen hat, ist, dass es nicht so ein geradliniger Plot von A nach B ist. Es ist mehr so eine Ist-Situation
Und die Protagonistin, schweift dann immer so ein bisschen wieder in die Vergangenheit und erzählt, wie es zu bestimmten Situationen gekommen ist oder wie sie sich fühlt. Und das hat mir gut gefallen. Das hat so ein bisschen was von diesem Erzählstil Stream of Consciousness, wenn es das nicht sogar genau ist, weiß ich nicht. Aber es ist halt nicht so eine lineare Geschichte, Startpunkt, Endpunkt, sondern es entfaltet sich wie so eine Blume mit vielen, vielen, Zwischenblättern, also ne, vielen Schichten einfach. War ein komischer Vergleich, ich weiß. Ich habe mir auch super viel markiert. Ich liebe ihre Sprache in ihre Bücher. Da kann man einfach, die sind so auf den Punkt. Und das liebe ich, wenn das jemand mit der deutschen Sprache kann. Ne? Und Daniela Krien ist da wirklich ganz vorne mit dabei. Also ich habe nicht alles von ihr gelesen, aber so die populärsten Bücher von ihr auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt zwei Bücher von der Longlist gelesen. Viel mehr werden es auch nicht werden. Iris Wolf ist für mich, glaube ich, auch raus. Habe ich irgendwie gerade gar kein Verlangen nach. Dann hatte ich noch zwei, die ich anlesen wollte. Und die habe ich auch bereits angelesen und die haben mir auf den ersten Seiten irgendwie schon nicht zugesagt, weil die so ein bisschen schnodderig geschrieben waren. In dem einen ging es dann irgendwie um den Spitzentanga, der irgendwie kneift, aber der halt so wunderschön ist. Und in dem anderen, da ging es auch um so einen Oldtimer-Wahn, der erzählte da seitenlang von irgendeinem VW-Käfer oder sowas. Und das ist, glaube ich, irgendwie nicht meins, hat mein Interesse nicht geweckt. Und deswegen war es das, glaube ich, erstmal von der Longlist. Und für mich mein Favorit ist auf jeden Fall ja Daniela Krien oder das Buch, von dem ich euch dann im nächsten Lesemonat erzähle. Das habe ich jetzt gerade am 1. September abgeschlossen. Insofern gehört es in den September. Wer mir auf Instagram oder auf Goodreads folgt, der weiß es schon. Genau. Und das ist es, was ich zu Daniela Krien zu sagen habe. Ein tolles Buch, sollte jeder lesen. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Buch, was mich natürlich direkt aus der Leseflaute rausgeholt hat. Ich bin nicht so naiv. Ich habe schon ein paar Bücher gelesen. Ich weiß, dass nicht alle Bücher so sind, aber das ist genau das Buch, was ich gebraucht habe. Es ist das Buch von Anne Freitag, Lügen, die wir uns erzählen. Im Endeffekt hat mir das auch die Diana empfohlen. Ihr Instagram ist natürlich unten verlinkt und auch die Helena hat mir das auch sehr nahegelegt, die es auch auf die Empfehlung von Diana gelesen hat. Es geht um Trennung, kurz gesagt. Ne? Also es ist so ein bisschen auch im Stile von Rückblenden erzählt, dass also die Protagonistin getrennt ist bereits. Und in den Rückblenden erfährt man dann eben, was schmerzhaft daran ist. Situationen werden beschrieben, die dazu geführt haben. Und ich weiß nicht, ich habe mich da so selbst wiedergefunden in diesem Buch, weil sie das so toll auf den Punkt gebracht hat. Ne? Also auch hier eine Autorin, die es sprachlich mit der deutschen Sprache einfach super drauf hat. Ich würde sogar sagen, Anne Freitag und Daniela Krien sind sich gar nicht so unähnlich vom Schreibstil her. Die haben eine ganz ähnliche Stimme. Die können auch bestimmte Dinge sezieren, aber total auf den Punkt bringen, ohne dabei irgendwie ausufernd oder schwülstig zu werden. Ganz toll, auch der Erzählstil von der Geschichte, die sie erzählen wollen. Ist auch großartig und mich hat das halt super getriggert. Also ich habe halt auch wirklich Träume dann gehabt, weil diese Dinge, an die sich die Protagonistin in der Ehe erinnert, die waren auch so subtil und genau auf diese Dinge kommt es halt an, wenn man sich trennt. Das ist ja nicht irgendwie ein großer Paukenschlag. Heute habe ich mich entschieden, jetzt ist es vorbei. Das ist ja eine Situation, die sich im Grunde einschleicht und im Grunde hebt sie ja so die Anfänge vom Ende hervor. Und das ist hier großartig gelungen. Also es ist ein riesengroßes, tolles Gesamtbild entstanden. Und das Allerschönste ist eigentlich, dass man aus diesem Buch noch irgendwo mit einem guten Gefühl rausgeht, ne? Obwohl alles anders ist. Also jeder, der irgendwie was über Trennung lesen will, entweder weil er wissen will, wie sich das anfühlen kann, oder der da nochmal was verarbeiten will, dem kann ich dieses Buch ans Herz legen. Das war für mich das richtige Buch zur richtigen Zeit und ist für mich auf jeden Fall, ich habe ja nicht viel gelesen, aber ist auf jeden Fall ein Jahreshighlight. Gut, Anne Freitag hat es bei mir dieses Jahr leicht, aber es war auf jeden Fall ein grandioses Buch, kann ich euch empfehlen. Ja, das Video ist vorbei und es war tatsächlich nicht besonders abwechslungsreich. Ne? Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Also ich meine jetzt hier mit Schnitten und hin und her. Früher habe ich mich immer hingestellt, jetzt sitze ich hier einfach auf meinem Sessel und erzähle euch ein bisschen was. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Ich werde weiterlesen, das kann ich versprechen. Ich versuche all mein Mögliches
Lesemonate hochzuladen. Aber vielleicht kann ich euch auch noch mehr Einblicke irgendwie bei mir geben. Es hat sich einfach super viel verändert. Ich habe eine Idee für einen Vlog, wo ich das alles mal so ein bisschen thematisieren könnte, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Aber ja, wenn ich diesen Kanal jetzt wirklich vorhabe, neu aufzurollen und neu mit Leben zu füllen, dürft ihr mir gerne auch sagen, was ihr von mir sehen wollt. Ne? Ihr seid meine Zuschauer und eigentlich mache ich das für euch. Und deswegen bitte ab in die Kommentare, was wollt ihr sehen? Reicht euch ein Lesemonat oder wollt ihr mehr? Ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich mit meinem ersten Video seit langem und bin froh, dass ich es gemacht habe und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.